Der Dumbabler hat schon viel dummes Zeug gemacht. Hat Slender gefistet. Okay, okay, hier ist die Fisting-Maschine. Okay, ich schalte jetzt einfach mal an. Mit selbstgebauten Papierkanonen gegen Aliens gekämpft. Boy. Bei Counter-Strike übelst Leute weggeglobelt. Sich von seinem Hasen bekochen lassen und ab und an übt er den Sprechgesang aus. Doch jetzt ist er zu weit gegangen. Ich will endlich losfahren! Hey Kinder, was geht? Hey! Euch! Ah, Junge! Herzlich willkommen hier bei Bike Style and Ride von Barbie. Ich habe in der Sport Illustrated gelesen, dass das Spiel wirklich richtig, richtig hart sein soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich am besten eine Perücke aufziehe. Weißt du, weil so kannst du einfach das besser durchstehen. So ein Mädchenspiel ist ja schon ziemlich hart. Und, ja. Ah, scheiße. Sorry, die Perücke geht gar nicht. Ich atme immer das Zeug ein. Mir ist es gerade eben einfach in die Nase rein geflogen, die Scheiße. Forest Park! Okay, 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 okay. So weit, so gut. Wir haben neues Top gewonnen. Oh mein Gott, wir müssen nicht mehr nackt fahren. Ist das geil, Junge? Ist das geil? Aber auch schwer. Brauchst schon einiges an Skill. Guck, wie es nach hinten geht. Yeah, neue Hosen. Alter Verwalter. Das ist Spiel-Lag. Ist ja auch eine Augenweide an Spiel, was du da siehst, ja? Kannst natürlich Battlefield 8 in Harz kicken, ja? Weil gegen Barbie, Slim and Ride oder wie es heißt, da kommt nichts. Nichts kommt dagegen an. Man muss sich auch in dem Metier hier, in dem Rennspiel-Metier, sag ich einfach mal, muss man sich schon auskennen. Sonst hast du hier eiskalt verloren. Time left 54. Ich habe noch so viel Zeit gehabt für diese doch schon anspruchsvolle Strecke. Also ich muss sagen, Barbie steht da natürlich schon ehrgeizig da. Ja, sie weiß vor allem auch, was sie kann, was sie will. Ja, nach der ersten gepackten Runde ist es kein Problem zu behaupten, dass da noch einiges geht. Da geht sicherlich noch einiges. Können wir uns vielleicht anziehen? Aha, wir haben jetzt diese... Oh. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, welche Kombi besser ist. Mädels? Gut, gut, gut. Keep playing. Ja, Forest Park. Kommt mir doch stark bekannt vor. Aber nein, die Sachen sind ganz anders. Voll weit oben. Wie komme ich da hin? Barbie. Einen neuen Helm, jawohl. Sicherheit geht auch bei Barbie-Spielen auf jeden Fall vor. Man könnte zwar meinen, es ist stark hier auf Aussehen ausgelegte Spiele, aber man merkt doch ganz stark den Aspekt der Sicherheit, wie er hier einfach wirklich in jeder Runde mitschwingt. Also da kann ich wirklich nur eins sagen. Top an die Entwickler. Ja, tip top. 10 von 10 Punkten. Das ist ein Spaß für mindestens die halbe Familie. Also die weibliche Geschichte. Halt. Jawohl, ich will sofort den neuen Helm anziehen. Leute, seht ihr das? Der Helm passt voll gut zu dem neuen weißen Ding. Und guck mal jetzt, wenn ich jetzt die Jacke anziehe, könnte man meinen, hört mal, wartet mal kurz, man könnte meinen, der Helm passt nicht dazu, aber die Streifen sind doch ziemlich hell noch auf der Hose. Alles in allem ist es doch wirklich ein ziemlich durchgefuchstes Design, ja? Warte mal, nee, der Helm ist es, bei dem spüre ich es richtig. Gut, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Oh, Forest Park. Die Barbie... Ich will endlich losfahren! Bruno! Warte mal, neue Hosen. Ja, neuen Helm, um Himmels Willen. Es ist schon ein Stück weit schwer, hier diese Erfolge praktisch zu erreichen. Diese Achievements, sag ich mal. Ob da auch an die jüngere Spielerschaft gedacht wurde, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin ein kleines 5-jähriges Mädchen und es ist für mich nicht schwer, mich da reinzufinden, dann muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich das schon schwer finde hier. Wir nutzen einfach mal die Möglichkeit, zurückzufahren. Sollte man auch im Leben oft nutzen, diese Möglichkeit, rückwärts zu fahren. Guck mal hier, also die Physik ist ja wirklich bombastisch. Ich weiß nicht, ob da andere Spieler mithalten können. Ich glaube, diese Generation von Physik-Engine, ja, ist wirklich... Guck mal, die Haare. Guck, hast du die Haare gesehen? Ist wirklich weit seiner Zeit voraus. Wir gucken uns jetzt mal kurz das hier an. Ja, das ist es. Das ist es. Oh, City Park. Hier ist jetzt was ganz Besonderes passiert. Hier haben die Spieleentwickler praktisch einen neuen Level eingeführt. Ganz, was ganz Seltenes. Wirklich gewagt. Sowas steckt wirklich noch hart in den Kinderschuhen, wie eben auch alles hier. Ich sag's mal so, ja. Ein Barbie-Spiel spielen und es leben. Sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, ja? Kinderschuhe, Erwachsenenschuhe, große Schuhe, kleine Schuhe, ja? Der große Sinn des Lebens, der kleine Sinn des Lebens. Das sind wirklich Dinge, worüber sich hier die Entwickler dieses Spiels Gedanken gemacht haben und sich gesagt haben, komm, weißt du was? Wir nehmen einfach mal den Drive hier aus der heutigen Gesellschaft raus, diese Geschwindigkeit, dieses Coffee to go und was weiß ich alles und machen einfach mal ein ganz, ganz gemütliches Spiel. Ja, da kannst du wirklich mal die Landschaft genießen. Im Hintergrund ist die Stadt weit weg, da ist der Stress ganz weit weg. Man hat auf seinem Fahrrad nochmal eine Figur von einem Fahrrad. Also ist es eine leichte Anspielung
auf Inception, ganz klar. Da haben sich die Entwickler auch was dabei gedacht. Und genau das ist das, was mich natürlich stark überzeugt, dieses Spiel doch eine längere Zeit wirklich zu spielen. Es ist natürlich völlig klar und vertretbar, dass die Bändchen am Fahrrad von Barbie nicht wehen. Denn das, ja, das wäre wirklich eine völlig übertriebene Leistung, die man heutzutage noch nicht erbringen kann. Schau mal, die Haare wehen ja schon, die Räder drehen sich. Dieser Zauberstaub pudelt aus Barbies Klamotten heraus. Und guck mal hier, ist natürlich auch ein ganz großer Anreiz für vor allem für jüngere Spieler. Wenn man dann erfolgreich diese Outfits freigeschaltet hat, gibt es keine neuen mehr. Und der Vorteil in dieser Geschichte ist ganz klar der, dass man natürlich ziemlich stark den Anreiz gewinnt, weiterzuspielen, weil man sehen will, wie lange es noch nichts Neues gibt. Man will herausfinden, ob man jetzt, ich sag jetzt mal, 80 Stunden noch mit diesem Spiel verbringen kann und trotzdem nichts bekommt. Und hier sieht man doch wieder ziemlich beträchtlich, dass die Entwickler dieses Spiels eben wirklich Hardcore-Gamer sind. Natürlich haben sie sich gesagt, gut, unser Spiel soll beruhigend sein, unser Spiel soll schön sein, aber wir wollen auch, dass es Punkte gibt, in denen das Spiel einen einfach nicht mehr weiterlässt. Um einfach nochmal dieses aus frühkindlichen Lebenszeiten, ja, diese Erfahrung eben nochmal hochkommen zu lassen. Man denkt an E.T. auf dem Atari. Dass es einfach Dinge gibt, die man nicht schaffen kann. Barbie macht sich zum Starten bereit. Liftoff in 3, 2, 1. Unglaublich, was ja gerade passiert ist, meine Damen und Herren. Die Macher des Spiels haben etwas implementiert, das ich bis jetzt einfach nicht kannte, ja, in Spielen. Man kann... Habt ihr das gesehen? Man kann springen. Es ist wirklich, also dieses Feature hätte ich mir doch in einigen... Sie hebt sogar die Hände hoch. Alles ist ja wirklich okay. Top 1A. Scheiß auf meine Wertung von vorhin. 12 von 4 Punkten. Ist das gut? Also jetzt bin ich aber wirklich baff. Schaut euch diese Gesten an, die Barbie macht. Ich habe noch niemals so eine Überraschung erlebt wie in diesem Spiel. Tragisch ist natürlich auch, dass man glauben könnte, man sei den Anforderungen dieses Spiels nicht gewachsen. Natürlich, es mag sein, dass es anfangs aussieht wie ein doch sehr schwer zu erlernendes Spiel, aber dem ist nicht so. Man kann es, wenn man es denn will, mit viel Übung meistern. Ja, wieder ein Level geschafft. Ich gucke nochmal kurz nach den Klamotten. Fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Ich spiele jetzt schon gute 17 Minuten und das Spiel hat mir seit 10 Minuten keine neuen Klamotten gegeben. Man ist einfach erleichtert. Man wird einfach runtergeschraubt auf eine sehr geringe Anzahl an Dingen, für die man sich entscheiden kann. Und das wünsche ich mir doch eigentlich also deutlich öfter in Spielen, ja. Und wisst ihr was? Ich lehne mich jetzt mal ganz leicht aus dem Fenster. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass The Witcher, Fallout, die haben keine Chance beim Game of the Year. Das Game of the Year haben wir hier vor uns. Es ist Barbie. Barbie Style Ride. Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu dem Spiel zu sagen. Ich kann euch einfach nur sagen, Leute, spielt es, sammelt eure eigenen Erfahrungen, gebt nicht zu früh auf. Hey, ich wollte gerade schon aufgeben, weil ich dachte, ich komme nicht mehr weiter, aber ich habe ein neues Level nochmal bekommen. Ich will hier einfach nochmal sagen und ich schwöre euch, ich übertreibe hiermit auf keinen Fall. Ihr könnt dieses Spiel auch meistern und ihr schafft es sicherlich, einen Helm frei zu spielen. Wenn nicht sogar eine andere Hose. Ich drücke euch wirklich die Daumen. Oh, der Indoor-Park ist aber doch, der hat schon eine gewisse Schärfe hier in der Schwere. Wow. Da haben sich die Entwickler aber nochmal zum Ende hier eine richtige Granate einfallen lassen. Also das, solche schwierigen Parcours kenne ich doch nur von Tony Hawk. Sicher haben die Entwickler da miteinander gesprochen. Schaut mal hier. Auf den ersten Blick unmöglich. Aber denkt mal dran, was ich euch vorhin gesagt habe. Dieses Spiel hat ein Feature, mit dem ihr springen könnt. Und das macht das so wunderbar. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt keine Ingame-Käufe, ihr müsst kein Echtgeld ausgeben. Ihr könnt alle Helme, auch wenn es schwer scheint am Anfang, freischalten. Auch die Hosen. Und wisst ihr was? Selbst die Jacken sind freischaltbar. Komplett kostenlos, einfach so. Ich bin jetzt bei Minute 21 hier und der Spielspaß nimmt kein Ende. Das ist so geil, Mann! Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Ja, ich muss hier gleich echt kotzen. Weil das so geil ist. Guckt in die Beschreibung. Kid for Gaming und ohne Sinn, ja, sind verlinkt. Wir haben hier bei der Entstehung praktisch, bei der Aussuchung, haben sie stark geholfen. Komm, jetzt finde ich noch. Ja! Oh. Hoffentlich habe ich neue Sachen freigespielt. Ah, Moment. Ciao.